Once a nomadic people, the Tauren roamed the endless plains of the Bannerlord. Willkommen in der Welt von Warcraft. Wir haben Blizzards Online-Rollenspiel World of Warcraft gerade neu gestartet. Diesmal auf Seiten der Tauren. Während dieses stilvollen Flugs über die Landschaft erzählt uns eine Stimme die Hintergrundgeschichte. Die Tauren, einst ein nomadisches Volk, sind nun sesshaft geworden. Allerdings begegnen sie immer noch vielen Bedrohungen, seien es nun wilde Tiere oder fiese menschliche Kreuzritter. Unser Abenteuer beginnt in diesem kleinen Dorf. Und da steht er auch schon, unser Krieger mit dem passenden Namen Hector, der kleine schwarze Kerl hier unten. Der gute Stier vor ihm mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf hat auch gleich den ersten Auftrag für uns. Auf den sprechen wir ihn doch gleich mal an. You must test your skills in the wild and prove yourself. In the Great Hunt. Na du guter Mann, was gibt's denn für uns zu tun? Ja, der erste Auftrag ist fast schon ein bisschen zu einfach. Wir sollen ein paar von den straußenähnlichen Viechern erlegen, die hier um das Dorf herumschleichen, und unserem Auftraggeber dann deren Federn und Fleisch bringen. Als Belohnung gibt's entweder einen Gürtel oder Handschuhe. Mal schauen, was wir später davon gebrauchen können. Und schon geht's los. Glücklicherweise gibt's hier genug von dem Viechzeug. Da vorne läuft auch schon eins rum. Das wird unser erstes Opfer. Unser Tauren hat nämlich einen Kriegshammer dabei, mit dem er ganz böse zuschlagen kann. Ah, das tut weh. Hm? Er kann auch besondere Schläge lernen, zum Beispiel diesen Heroic Strike. Der macht gleich nochmal zu viel Schaden. Was allerdings gar nicht nötig wäre, denn das Viech ist relativ schwach und auch schon erledigt. Schnell Fleisch und Federn mitgenommen und auf geht's zum nächsten. Rund 10 Minütchen später haben wir auch schon alles Fleisch und alle Federn zusammen und kehren zu unserem Auftraggeber zurück. Wir haben sogar schon ein bisschen Ausrüstung gefunden. So, nimm du erstmal dein Fleisch und deine Federn und jetzt zeig mal hier, was du hast. Gürtel oder Handschuhe? Mal schauen, was wir schon haben. Handschuhe haben wir schon. Aber ein Gürtel fehlt noch. Also, her mit dem Gürtel. Und vielen Dank. So, nach diesem niedlichen kleinen Tauren-Newbie zeigen wir Ihnen jetzt mal einen erfahrenen Charakter. Das hier ist ein Nachtelfen-Dieb. Der beherrscht schon einige nette Tricks. So kann er sich zum Beispiel unsichtbar machen. Sehen wir hier gerade. In diesem Schleichmodus sitzt da andere Spezialmanöver, als wenn er sichtbar ist. So können wir uns nun zum Beispiel an diesen Gegner heranpirschen und ihm einen Stich in den Rücken verpassen. So, jetzt wird er gleich nochmal betäubt und es gibt nochmal einen Schlag in den Rücken. Das zieht nämlich ordentlich Lebenspunkte ab. Ah, das ist allerdings jetzt ein bisschen ungünstig. Da war noch ein zweiter Gegner irgendwo, der jetzt hier auch noch dazukommt. Das könnte eng werden. Zumal beide Gegner ebenso wie wir Level 18 sind. Okay, einer ist erledigt. Na, jetzt aber weg. Oh, das könnte eng werden. Wir verzaubern unseren Dieb hier noch, dass er weniger Schaden einsteckt. Ah, Mist. Hat nichts geholfen. Jetzt ist er tot. Wir stehen an einem Friedhof wieder auf. Das ist je nach Region ein anderer. Dann haben wir entweder die Wahl, uns direkt an Ort und Stelle wieder auferwecken zu lassen oder zu unserer Leiche zurückzurennen. Ersteres kostet Erfahrungspunkte, deswegen laufen wir zurück. Und sind dann bald wieder fit. Für neue Abenteuer.